nämlich am Wochenende das erste offizielle Firmen-Baseball-Turnier in den Innflutmulden. Dieses sportliche Event der Extraklasse erfreute sich reger Beteiligung. Auch wir waren mit von der Partie. Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad kam es mitunter zu heißen Begegnungen unter den 10 teilnehmenden Teams. Doch das Regionalfernsehen scheute keine Hitze und trat in Spielvereinigung mit der Firma Werndl jedem Gegner siegesentschlossen gegenüber. Haushoher Favorit war das Team der Rosenheimer Fachhochschule, das bestens im Training steht. Und ausgerechnet das FH-Team war auch unser erster Gegner. An der 1:8 Niederlage hatte das Werndl-RFR-Team schwer zu schlucken. Der Schock war auch im zweiten Spiel noch nicht ganz verdaut. Da verlor das Team in einer ausgeglichenen Partie gegen die Zweitvertretung der ARI Filmstudios knapp mit 4:5. Doch Coach Alexander Ulbricht von den Rosenheim 89ers konnte die Mannschaft immer wieder neu motivieren, sodass die Spielvereinigung die folgenden beiden Teams, darunter eine weitere Favoritenmannschaft, deutlich besiegte. Im Spiel um Platz 5 ging es dann gegen das Team der Firma Schattdekor, das der Partie sichtlich niedergeschlagen entgegensah. Und das zu Recht, denn sie verloren das Spiel mit 5:10. Turniersieger wurde wie erwartet das Fachhochschulteam, das im Finale über die Rosenheim Flyers triumphierte. Für Überraschungen bei dem blendend organisierten Turnier sorgten allerdings andere Teams. Wir sind sehr begeistert von den Mannschaften. Wir hatten zwei, drei Vertreter, die haben freitags ab und zu bei uns mal mittrainiert. Und die haben wir dann ein bisschen abgebremst, damit nicht zu viel passiert, damit die nicht zu gut werden. Aber die Leute, die jetzt ganz frisch angefangen haben, zum Beispiel das Familienteam, hat sich ganz hervorragend geschlagen und hat wirklich noch nie irgendwie ein Bett oder einen Ball in den Fingern gehabt. Das war also eine ganz tolle Leistung. Eine solche Mannschaft war auch die Spielvereinigung Werndl RFR. Zwar ohne Übung, aber mit viel Talent. Sogar die Chefetage des Regionalfernsehens gab sich die Ehre. Programmdirektor Norbert Heimal war aufgrund seiner sicheren Fanghand schon nach wenigen Spielen gefürchteter Verteidiger an der Third Base. Marketingmanager Heribert Heimal lief derart übermotiviert auf, dass man ihn vorerst in einen Käfig steckte, in dem er seine überschüssigen Kräfte loswerden sollte. Er erwies sich später als der zuverlässigste Batter im Team. Der 5. Rang war durchaus eine verdiente Platzierung. Für das kommende Jahr peilt das Team allerdings einen Rang unter den ersten 3 an. Ja, da haben Sie mal gesehen, dass auch wir kräftig zuschlagen können. Das